Während Wiener Neustadt und Wacker Innsbruck gestern schon dran waren, haben die restlichen 8 Teams ihre Spiele heute um 18.30 Uhr bestritten. Los geht's mit dem LASK, der momentan voll im Titelkampf steckt. Vor dieser Runde waren die Linzer nur einen Punkt hinter St. Pölten und haben nach dem gestrigen Sieg von Wacker auch von hinten wieder Druck gespürt. Die Linzer Erfolgsserie gibt allerdings Selbstvertrauen, denn ihre letzten 5 Spiele haben die Oberösterreicher allesamt gewonnen. Zu Gast bei der damit bislang besten Frühjahrsmannschaft war heute aber der FC Liefering. Und das ist mehr oder minder der Angstgegner des LASK. Denn beide Saisonduelle konnten die Jungbullen für sich entscheiden. Für den LASK spricht neben der aktuellen Erfolgsserie der erneute Spielort Pasching, wo die Linzer in 5 Heimpartien ebenso oft gewonnen haben. Während Trainer Glasner auf das erwartete Lieferinger Pressing mit einer Rochade reagiert, René Gartler sitzt erstmals in dieser Saison auf der Bank. Der Stürmerduo heißt Fabiano und Imbongo. Die durchschnittlich 18,4 Jahre jungen Salzburger verstecken sich aber nicht. Okugawa mit der gefährlichen Hereingabe. Einer von 6 Neuen in der Lieferinger Startelf. Dann übernimmt der LASK das Kommando. Ecke Erdogan und Ramftl mit dem ersten Hochkaräter nach 17 Minuten. Aber auch aus dem Spiel heraus geht einiges. Das Match von Beginn an hochklassig, schnell mit sehenswerten Kombinationen und mit dem Auge von Michual auf Imbongo. Der Kongolese deutet an, wie viel gefehlt hat. Die Linzer generell aus Standards brandgefährlich. Erdogan, wieder Imbongo. Auch hier fehlt nicht viel zu seinem zweiten Treffer im LASK-Dress für den Winterneuzugang. Die Oberösterreicher erhöhen gegen Ende der ersten Hälfte noch einmal die Schlagzahl. Wieder läuft der Ball gut. Philipp Husbeck zu Imbongo in einer Partie, die nach 45 Minuten alles zu bieten hat, außer Tore. Das gleiche Bild auch nach wieder am Pfiff. Und wer, wenn nicht er, Dimitri Boele Imbongo, es soll einfach nicht sein, auch nach knapp einer Stunde nicht. Oliver Glasner reagiert, Fabiano geht und jetzt kommt auch René Gartler zu seinem ersten Saisoneinsatz als Joker, bisher ja immer von Beginn auf geboten. Und man spürt, die Linzer wollen Sieg Nummer 6 in Folge unbedingt. Imbongo als Vorbereiter für Gartler. Der 30-Jährige scheitert aber am 11 Jahre jüngeren Liefering-Keeper Ati. Dann Erdogan. Der eingewechselte Dovedan und da ist er wieder, Imbongo, 78. Minute, dieses Mal Latte, unglaublich. Mittlerweile hat er überall hingetroffen, nur nicht ins Tor. Topleistung dennoch vom Kongolesen. Dieses Mal für Nico Dovedan. Der sieht René Gartler und da ist es, das 1:0 in der 87. Minute. Mit der Ferse macht Gartler seinen 11. Saisontreffer, der völlig verdient ist. Die Nachspielzeit, noch einmal Freistoß für die Salzburger. Getümmel, da ist auch der Torhüter mit vorne. Es bleibt aber beim 1:0 Sieg für den LASK. Ja, die Ferse hat auf jeden Fall das Spiel entschieden von dem René Gartler, aber ja, der LASK war viel aktiver im ganzen Spiel. Ich weiß, wenn wir weiter solche Spiele an den Tag legen, dann werden wir noch ganz viele Punkte machen und am 25. Mai wissen wir, wer dann vorne steht. Aber so wie wir uns jetzt präsentieren, denke ich, dass wir bis zum Schluss mit dabei sein. Pasching bleibt für den LASK in guter Boden, wobei man nicht nur den Angstgegner bezwungen, sondern in einem tollen Spiel auch Werbung für den Fußball gemacht hat.